So, weiter geht's. Ja, ich hab's eben gerade bei einer Aufnahme von... Ah, jetzt haben wir hier was erworben. Ein paar Schweine wurden geliefert. Ich hab's eben gerade bei der Aufnahme von Call of Duty 2. Spielen wir nebenbei hier, neben diesem Let's Play, neben diesem neuen Let's Play, spielen wir auch Call of Duty 2 gerade noch. Und da habe ich es gerade schon angekündigt. Ich freue mich wirklich riesig über Kommentare hier bei YouTube oder am liebsten natürlich auch in unserem Forum. Dort schreiben momentan Martin und Julian schon eifrig. Und wäre natürlich toll, wenn ihr da vielleicht auch mal vorbeischauen könntet. Da könnt ihr natürlich... Oh, jetzt haben wir einen Ehrenpunkt erreicht. Das ist auch super. Wobei, ich glaube, 50 oder so müssen wir insgesamt erreichen. Das dauert ja noch ein bisschen. Wäre super, wenn ihr da mal... Oh, jetzt ist hier alles schon voll, oder was? Bauen wir noch einen Kornspeicher, ne? Ah nee, komm, das muss reichen hier. Oder wir erhöhen die... Ja, genau, wir... Komm. Ihr scheint keinen allzu großen Wert auf ausgewogene Ernährung zu legen, Sire. Ja, tut mir leid, hier komm. Ration wird erhöht. Zusätzliche Rationen. Wie schön. Danke. Bitte. So, und jetzt um meinen Satz endlich mal zu beenden. Ich würde mich richtig freuen, wenn ihr im Forum mal vorbeischauen könntet. Da könnt ihr dann eben auch Wünsche äußern. Und natürlich auch, wenn ihr vielleicht ein anderes Let's Play oder noch ein weiteres Let's Play sehen wollt. Was für ein Spiel das denn da sein soll. Ich habe zwar jetzt hier doch eine Menge noch auf Lager. Konnte mich dann doch für einige gute Spiele noch, oder welche, die ich als lohnenswert empfinde, entscheiden. Aber ihr könnt natürlich selber auch noch mal äußern, was ihr denn da so jetzt hier noch sehen wollt. Die Küche ist ganz schön leer. Ist das, was hängt denn da? Nächstes Festmahl. Erwartete Gäste einen. Erwartete Ehre 18. Und wann ist das? Also 18 Ehre, das wäre natürlich klasse. Wir sind jetzt hier schon bei 4 Ehrenpunkten. Ah, guck, die Schweine werden hier auch gleich in die Küche gebracht. Super. Okay. Dann Obst, Gemüse, Schweine sind wir schon gut. Ehre kommt auch, kommt auch. Vielleicht können wir ein paar höhere Steuern machen irgendwie, wenn die sowieso alle so gut drauf sind. Können wir natürlich auch gleich mal wieder ein bisschen mehr Geld verlangen. Das Volk Berichte. verehrt euch, Schein. Berichte, Steuern plus 1, Nahrung plus 4. Null! Keine Steuern! Nee, also ich glaube, das ist nicht gut. Untätige Bauern ein, das ist in Ordnung. Die Arbeitslosigkeit also wirklich sehr, sehr gering. Burgen haben wir eine. Wo kann man denn das hier... Ah, das weiß ich jetzt hier gar nicht. Wo können wir das mit dem Geld einstellen? Das Volk verehrt euch, Sire. Vielleicht dürfen wir das noch nicht. Vielleicht haben wir von unserem König noch gar nicht das Recht dazu bekommen. Schade. Denn eigentlich könnte man, wenn wir jetzt bei 100% sind, da kann man das ja hier mal ausnutzen. Ne? Zumindest hier im Spiel kann man sowas mal ausnutzen. Und dann würden wir hier auch nicht nur 0 Goldmünzen stehen haben, sondern eben auch schon mal ein bisschen Kohle. Das wäre nicht schlecht, denn... Und für die Bauern wäre es nämlich auch nicht vom Nachteil, denn wir wollen das natürlich auch investieren, um uns dann Soldaten zu kaufen, um dann dieses kleine Dörfchen hier von den Wölfen zu befreien, ne? Also das würde ja alles für unsere Ländereien hier investiert werden. Und das ist, denke ich mal, im Sinne von allen Bauern. Mal schauen, vielleicht kriegen wir das ja auch bald hin, dass wir hier ein paar Steuern erheben. So, hier läuft ein Schwein ganz wild umher. Specki? Na, Specki, so. So wirst aber wieder dünn. Und das läuft ja auch umher. Ach, ist das hier normal? Und das auch. Nee, dann scheint das normal zu sein. Wo ist denn hier der Züchter? Da ist er, glaube ich. Schönen Nachmittag, Sire. Danke, Ihnen auch. Engelbrecht, lieber Mann. Wartet auf Ferkel. Ja, die Ferkel warten auch schon. Guten Morgen, Eure Lordschaft. Guten Morgen, Michael Schmidt. Die scheinen hier alle ja wirklich gut drauf zu sein. Wir sehen das hier oben rechts. Ich wollte das nur mal kurz überprüfen, ob das auch wirklich so ist. Und es ist ja wirklich so. Also es ist... Reden die Hühner eigentlich auch? Haben die mit uns auch gesprochen? Nee. Nee, haben sie nicht. Oh, hier ganz hinten ist jetzt noch ein Schwein. Geh mal zurück, geh mal zurück. Yay, das hört.
Geh mal in die Küche. Geh mal in die Küche. Guck mal, was da auf dich wartet. Ist das hier die... Ist das die Köchin? Erwartete Gäste schon 3. Also es kommen immer mehr. Erwartete Ehre 34. Ja, wann gibt's die denn? Industrie ausschalten? Nö. Hilfe zu diesem Thema. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Hm. So. Was können wir jetzt machen? Die Ehre geht ja irgendwie nicht voran. Was ist das denn? Ist hier nicht genug Platz? Dann bauen wir vielleicht doch noch einen Kornspeicher. Ah, der passt nicht. Nein, der passt nicht. Ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. Oder wir dürfen den nicht bauen? Wir haben dieses Gebäude bereits platziert, mein Herr. Ja. Nee, es klappt nicht. Ah, da habe ich wirklich Mist gemacht, ne? Aber sie liefern die Äpfel ja noch. Oder verschwinden die gleich wieder? Nee, passt mal auf, Leute, so wird das nicht. Ich glaube, wir stellen mal hier den Betrieb. Oder kann man das abreißen? Löschen. Tom, der Lord. Löschen. So. Löschen. Obst. Schweine, komm. Nochmal eine Schweine, obwohl die passt ja hinten noch hin. Ach, Gemüsegarten. Hops. Ich sag immer Obst und Gemüsegarten, ne? Ist ja gar nicht so. Obst haben wir ja hier. Gemüse wird dort angebaut. Dum, 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 dum. So, komm. Sind wir mal so frei und schließen hier mal das Tor. Schließ das Tor! Das Schwein will raus. Das Schwein will raus. Öffne das Tor. Ja, für Schweine sind wir natürlich auch da. Hohoho. Hat den ganzen Serie erlegt. Ja, gucken wir uns das hier alles mal ein bisschen genauer an. Da ist eine Grube für den Holzfäller. Da ist der Wachhund. Donner, da ist der Hirschdonner. Selbst die Hirsche haben hier alle. Oder Rehe? Hirsche, Rehe? Haben wir auf jeden Fall den Namen? Nee, Hirsch, da steht doch Hirsch. Ach, wie bin ich denn heute drauf? So, und das Reh heißt hier Rudolf. Tja. Wir müssen ja eigentlich jetzt gerade auf die Ernte warten, ne? Komm, während wir warten, müssen wir ja jetzt hier nicht einfach so auf diesem einen Stückchen Land verharren. Wir gucken mal hier weiter. Noch so ein freies Land, da haben wir... Oder hätten wir, wenn wir es einnehmen, hätten wir viel Sumpf. Was haben wir hier ganz oben? Oh! Was ist das denn? Was ist das? Haben wir keine Informationen. Wied links rein. Mhm. Oh, die Maschine hier los. Ach du Kacke. Greifen die jetzt an? Also hier oben ist auf jeden Fall ein kleines feindliches Dorf. Nee, die patrouillieren. Ah, und die Länderei hier gehört denen auch noch. Ach, seht ihr? Und die haben Steuern. Aber die Gebäude sind alle eingekracht. Hm. Vielleicht kämpfen die hier oben auch. Oh, und hier ist dann auch schon unser Reich wieder. In der Mitte, aber hier scheint nicht viel gebaut zu sein, außer... Die Grenzen unseres großen Reiches hier mit unserem großen Schloss. Ein prasselndem Feuer. Einem schönen Wasserfall. Ist eigentlich auch ideal, ne? Weil hier vorne können wir dicht machen mit der Mauer. Und von hinten sind wir dann mit den Felsen so abgesichert, da kann kein Gegner hinkommen. Ja, das ist schon toll. Wir gehen wieder weiter nach oben. Da ist nämlich noch ein... Oder sind das die auch noch? Ne, das ist jetzt... Sir Grey ist noch ein anderer hier.
Und der scheint mir schon gut aufgestellt zu sein, wobei der hat nicht viele Soldaten, ne? Hier unten nur ein paar Ritter sind das, glaube ich. Hier oben ein paar Bogenschützen und ein paar Lanzenträger. Ja, mit Getreide wäre auch nicht schlecht, wenn wir Getreide anbauen könnten. Dauert aber noch ein bisschen. Das ist wohl auch noch... Warte, wir machen das auch einfach farblich hier. Haben wir doch. Länder. Nee, das ist hier nochmal ein anderes Land. Noch ein Gegner. Also es ist doch mehr Action, als ich dachte. Ah, hier kennen wir noch gar nicht. Noch so... Oh Gott, das ist ja noch so ein großer Fürst. Edwin. Oder ist das so einer, von denen er schon erzählt? Das ist doch der, der den einen... Ja, den kennen wir doch schon. Der hatte doch den einen Typen hier unten umgeschubst, der irgendwelche Gelder da nicht bezahlt hatte. Nicht, dass wir gegen die noch irgendwie kämpfen müssen. Weiß ich nicht, ne? Wie gesagt, ich kenne das Spiel ja so an sich noch nicht. Den Vorläufer hatte ich mal gespielt. Lustig zu sehen hier unten auf der Karte, diese kleinen Hügelchen, die gehören noch zu unserem Reich. Hier unten sehen wir das Rot. Auch nicht schlecht. Ja, und hier unten unser kleines Dorf, was immer noch von Wölfen belagert wird. Aber der ist gleich tot. Komm, schlag ihn, schlag ihn. Ah, Mist. Ma. Sieht auch nicht ganz so gut aus, aber die kassieren auch schon ein paar Einnahmen. Es kann natürlich sein, weil wir ja hier immer noch ein freier Mann sind, wir haben noch nicht so viel zu sagen, es kann dann natürlich sein, dass wir hier selber gar nichts einnehmen können an Steuern, sondern unser König das alles gleich überwiesen bekommt. Auf jeden Fall kann er sich nicht beschweren, wir haben hier wirklich eine Top-Beliebtheit und lediglich einen Arbeitslosen, wobei der scheint hier auch gerade weg zu sein. Ja, also für Arbeitsplätze ist gesorgt und wir sind auch hier von unserem Zielen richtig weit. Gemüse haben wir genug zusammen. Schweine auch, fast. Auch ist ja jetzt Quatsch. Haben wir auch fast genügend. Vielleicht nicht... Oh. Oh, der hat das Schwein jetzt brutal niedergeschlagen. Ja, so war das damals anscheinend. Was ist das denn hier? Ach, so ein Beil, ne? Ah, das ist natürlich heftig. Wo ist der andere Schweinezüchter hier? Da ist er. Da ist der andere. Beobachten wir den mal, was der jetzt macht. Oh, oh. Oh, oh. Nein. Oh, das ist schon heftig, ne? Das ist schon heftig. Oh. Ja, das läuft weg, das kann ich... Oh ja, jetzt haben sie Angst, das kann ich verstehen. Das kann ich sehr gut verstehen. Komm, geh in die Küche. Hilft dir alles nichts, wir brauchen Nahrung, wir brauchen die Ehre. Damit wir hier weiterkommen. Und jetzt haben wir die Schweine auch zusammen. Aber die Ehre kriegen wir irgendwie nicht zusammen, ne? Wie? Wir gucken mal bei den Zielen. Ne, hier steht nicht wirklich was. Wie wir noch schneller Ehre erlangen können. Das wird mich natürlich jetzt mal fragen, weil so kommen wir, glaube ich, nicht wirklich voran. Immer noch nur 8 Ehre.